Moin, hallo und willkommen zurück zu No Man's Sky in der Permadeath Edition. Wir müssen mal dem Signal weiter folgen. Wir sind ja kurz hier reingeflogen, um Nada Bescheid zu sagen. Und wir müssen Apollos Plan weiterführen. Wir gucken mal, wo uns die Reise hinführt. Entsprung in die Dunkelheit, Wächter Energiespur folgen. Die führt uns wohin? C. Scan, okay. Koordinaten erhalten. Lilienverbindung entdeckt. Okay. Hier unten, oder was? Da. Okay, dann fliegen wir da mal hin. Ich bin mal gespannt. Lenin in den Ursprung. Gucken wir mal. So. Unfairer Standort natürlich wieder. Ich hoffe, das wird jetzt nicht böse hier. Ist hier was in der Nähe? Ich sehe nämlich gerade nichts in der Nähe hier. Gebäude, gar nichts. Der sagt hier ungefährer Standort. Ruckel, ruckel, ruckel. Ich habe natürlich legenderweise wieder die Koordinaten nicht gecheckt. Für, Alter, warum ruckelt das so heftig hier? Ich muss die Einstellung, glaube ich, wieder zurücksetzen. Ich hätte die ein bisschen runtergedreht und irgendwie habe ich das Gefühl, es läuft noch schlimmer jetzt hier. Das ist nicht so nice. Also ich weiß nicht, was es ist. Auf jeden Fall haben die irgendwas haben die hier geändert in No Man's Sky, dass das so heftig ist. 250 in die Richtung. Das müsste doch eigentlich um die Ecke sein. Ich sehe aber nichts. Na nu? Ja, 226 in die Richtung. Oh, warte mal. Ist das da drüben? Ah, ne, das sind nur Blumen. Ich dachte schon. Ich dachte schon, das sind Speichersteine da. Hier, 226 in die Richtung. Aber ich sehe nichts. Nanu. Da ist was. Da leuchtet's. Sind wir hier richtig? Bin ich sicher. Achtung in die Richtung. Also sind wir dran vorbei, komplett, okay. In die Richtung. Toll. Schon jetzt ziemlich lediert, sehe ich gerade. Aber das ist nicht so nice. Oh, ich sehe gerade, ich habe mein Schild nicht repariert. Oh. Okay, das haben wir auch wieder repariert. Gucken wir nochmal 800 in die Richtung. Das kann doch nicht wahr sein. Wo müssen wir denn hin hier? Das sieht aber so ein bisschen wie Schnitzeljagd, habe ich das Gefühl. Der zeigt mir zwar die an die Richtung, aber dann ist es nachher doch nicht hier. Au. Ach, dann müsste hier aber sein eigentlich. Jetzt sind wahrscheinlich wieder 600 in die andere Richtung, oder? Bestimmt. Das ist, da habe ich irgendwie kein Glück mit den Koordinaten, ne? 900 in die Richtung. Guck mal, jetzt müssen wir in die Richtung. Jetzt müssen wir auf den Berg wieder zurück. Wird sich da verhohle piepeln hier. Das müsste eigentlich direkt hier sein.
Ich lande mal hier gerade. So. 300 in die Richtung. Das gibt's doch nicht. Wo soll das sein? Jetzt sind es 200 in die Richtung. Das gibt's doch nicht. Oh oh. Ich muss nicht runterfallen. Jetzt wieder 200 in die Richtung. Natürlich. Jetzt 123 in die Richtung. Das funktioniert ja super hier. Da unten, alles klar. Das Ding hier auf der Ecke. Da wollen wir hin. Okay. Dann gucken wir uns das Teil mal an, würde ich sagen. Ne? Hegorno Dadiard. Nokarschoch Kino. Aznoginosti. Ich nähere mich der Struktur und weiß nicht, was mich erwartet. Vielleicht eine Wächterarmee? Ein Pfad, der mich zu Artemis führt? Ich fühle etwas in der Struktur des Monolithen. Eine Geschichte, eine Vision. Sie brennt sich bereits in meine Augen. Au. Der Reisende. Ankunft. Der Reisende ist unter dem Schatten eines roten Sterns erwacht. Er floh durch den einsamen Kosmos auf der Suche nach Bestimmung und Bedeutung. Er fand eine Anomalie, eine Abweichung, ein Tor zum Himmel. Weder Geck noch Vikin oder Corvex konnten sie sehen. Nur der Reisende konnte das Portal wahrnehmen. Doch er wusste nicht, wie man es durchschreitet. Er verstand weder die geheime Sprache noch die Glyphen. Er kannte den Wert der letzten Wahrheit noch nicht. Glyphen ansehen. Mich erfüllt das Wissen eines uralten Reisenden. Ich sehe Glyphen vor mir. Sie sind Teil eines Codes, den ich zur Aktivierung des Portals brauche. Soweit sind wir auch schon. Bei meiner Abreise erkenne ich eine Drohne in der Ferne. Sie bewegt sich schnell davon. Entkommende Wächter. Toll. Ach, machen wir so, ist egal. Wo ist Nummer 2? Ich muss eigentlich das andere Ding anmachen. Au. Wo sind die Dinger? Muss ich die hier einsammeln? Kann ich wechseln? Oh, Backe. Das ist nicht gut. Ich komme hier nicht weg. Wieso kann ich die nicht angreifen? Guck mal. Ich mach keinen Damage bei denen. Jetzt. Ich muss mir hier eine Butze bauen eigentlich. Das ist ungünstig. Geh weg. Der da muss weg. Du reparierst. Ich muss gucken, wo mein Schiff ist. Wo ist mein Schiff? Da hinten am Arsch der Welt.
Ach, caramba. Muss gehen. Kann ich unter Wasser gehen? Ich weiß gar nicht. Da steht drin, ich muss drei Dinger mitnehmen, drei Glückensets. Au! Uha! Muss mal gerade gehen. Nice! Wo war das Ding zum Landen? Oh boy. Wir müssen mal gerade gehen. Ja, hauen ab. Zu gefährlich. Ach, ich komme hier nicht weg. Haha. Ich hätte wahrscheinlich ins Wasser gehen sollen. Das wäre besser gewesen. Kann ich? Oder kann ich hier... Kann ich direkt weg? Ich weiß nicht. Ich gebe voll Speed und es passiert gar nichts. Komm schon. Wir hauen gerade ab. Das ist mir zu unsicher. Kein Bock, hier zerballert zu werden. Ich habe sie jetzt natürlich nicht geborgen, ne? Die Glückensets. Das ist ein bisschen doof. Das ist mir gerade ein bisschen zu riskant. Ich hätte versuchen können, die abzuballern. So, jetzt kann ich wieder runter. Du ziehst ganz auf die Linie aufzuspüren. Okay. Das Problem ist, ich könnte mir auch keine Koordinaten basteln, ne, wo ich hin muss. So, das nächste Set ist wo? Wieder hier unten, oder was? Oh, wo ist es? Da lang. Ne, diesmal ist es da. Na gut. Dann müssen wir jetzt hier hingehen. Zum nächsten Lelin-Ursprung. Wir müssen sozusagen die Story lesen, hätte ich es beinahe gesagt, und dann können wir da abbauen. Wir könnten die natürlich auch zerstören, aber boah, nee. Das ist mir gerade zu viel Arbeit. Und zu unsicher. Zumal ich nicht gut ausgestattet bin. Wenn ich jetzt ein, richtig gute Knarre hätte mit Upgrades, ne? Und dann auch einigermaßen gepolstert, dass ich ein bisschen was aushalte, dann würde ich das ja mal probieren. Träume der Umbro. Umigfigins Fiumuela Apusisk Bani Stochach Jegornavok. Nee. Sanovik. So. Lovel Egreik. Als ich mich der Struktur nähere, spüre ich dasselbe Brennen in meinen Augen. Es gibt nichts zu lesen, aber dennoch bin ich mir dieser Worte bewusster als allem, was ich zuvor kannte. Der Reisende, Sünde. Okay. Der Reisende fand einen Weg. Das tun sie immer. Die erste Drohne schrie, als sie aufgeschnitten wurde. Inmitten der zerrütteten Erinnerungen an die Wächter fand der Reisende die Glyphen, die er brauchte. Er durchschritt die Pforte und trat vor das Angesicht der Allmacht. Der Reisende fragte den Atlas, wie viele Welten er noch besuchen müsse. Er hatte in seinem Leben schon so viele gesehen, dass er nicht sterben wollte, bevor er sie alle entdeckt hatte. Der Atlas antwortete: 18, 446, 744, 073, 703, 551, 616 Planeten, mehr als jemand in einem Leben entdecken könnte. Es war unmöglich, das Universum komplett zu erkunden, bevor der Reise sterben würde. Ich will das Wissen eines uralten Reisenden. Ich sehe Glyphen vor mir, ein weiterer Teil des Codes. Ich denke an den Atlas. Ich habe diesen Namen auf meinem Reisen schon oft gehört. Trotzdem entzieht sich mir seine wahre Natur. Die Vision erfüllt mich mit Angst. Okay, hier haben wir wieder Ruhe. Das heißt, wir können hier wieder abhauen. Dann fliegen wir wieder los und suchen den dritten Teil. Also müssen normalerweise die Wächter nur beim ersten machen, aber wir müssen die halt komplett kaputt machen, bis Stufe 5 dann. Das wollte ich jetzt nicht machen, weil ich habe keinen Unterschlupf und nichts. Wenn ich einen Unterschlupf gehabt hätte, dann wäre das was anderes. Aber den habe ich halt nicht. So, letzter Planet. Wo?
Da oben. Na, wo ist er? Da. Fliegen wir wieder zurück? Ich glaube, wir fliegen wieder zurück, kann das sein? Da ist nämlich die Anomalie. Ja, wir fliegen wieder auf die Planet zurück. Super hier. Ist es wieder das gleiche? Das wäre ja ein bisschen. Weiß ich auch nicht. Oder ist diesmal was anderes? Aber diesmal passen die Koordinaten. Da sind vier. Ich hätte ein Stück näher landen können. Ist egal. Wir können noch ein paar Worte lernen hier. Panzer. Faszinierend. Und S. Okay, gucken wir mal. Wodkowsk, Iselt, Vatbayov, Igriatsialobua, Yatnanga. Alles hier ist rot gefärbt. Dasselbe unbrauchbare Karmesinrot, das meine Vision erfüllt, wenn ich blinze. Ich kann nur hoffen, dass die Struktur die letzten Glyphen beinhaltet, sodass meine Prüfung in diesen Ruinen endlich vorüber ist. Der Reisende, ein Zweck. Der Atlas erzählt dem Reisenden, dass er der Erste seiner Art war und dass ihm eine Vielzahl folgen würde, jeder von ihnen mit derselben edlen Seele und der Fähigkeit, in die ewige Einsamkeit von Planet zu Planet reisen. Das klingt sehr trostlos, muss ich zugeben. Alleine? Von Planet zu Planet? Da kann man die Begeisterung oder die, wie soll man das sagen, die Erlebnisse ja gar nicht weitergeben. Denn jeder Reisende kriegt ja nur sein, wie soll man das sagen, sein Spektrum nur mit. Es sei denn, man würde wiedergeboren und hätte das dann irgendwie. Der erste Reisende lehnte das Geschenk des Atlas ab. Das war nicht, was er sich erhofft hatte. Was war der Zweck der Unendlichkeit? Wenn man nicht alles sehen konnte, wenn man allein war, wenn man eines Tages sterben würde. Das ist eine gute Frage. Das ist eine gute Frage. Der erste Reisende verfluchte den Atlas und behauptete, er würde schon überleben können, koste es, was es wolle. Der Reisende wird Zeuge all dieser Welten und sogar der gesamten Zeit selbst. Mich erfüllt das Wissen eines uralten Reisenden. Ich sehe die letzten Glyphen vor mir. Der letzte Teil eines Codes, den ich zur Aktivierung des Portals brauche. Sag mal jetzt nicht, wir finden noch ein Portal. Weißt du, wir haben hier rumgesucht, ein Portal gefunden. Und jetzt kriegen wir es überhaupt präsentiert, oder wie, oder was? So, wir hauen wieder ab. Moment, da hinten ist noch was. Das ist vorhin abgehauen. Ah, guck mal einer, schau. Datenpakete. Boah, wir kriegen aber hart an der Fresse gerade, sehe ich hier. Das ist ja nicht so nice. Die nehmen wir natürlich mit. Navigationsdaten. Was ist er denn? Oh, erstmal voll in die Kante gelaufen hier. So. Okay, weiter geht's. Dann haben wir die auch mitgenommen. Wo geht die Reise jetzt hin? Wow, okay, erstmal hier dran vorbei. Das war jetzt knapp. We break for nobody, oder wie war das, ne? So. Wir scannen nochmal. Hat er jetzt das gewechselt? Ja, hat er. Portal lokalisieren, okay. Hat er gemacht? Jetzt finden wir echt ein Portal, ist das denn ernst? Ich krieg einen Knick.
jetzt finden wir doch nur ein Portal oder wie oder was? No, nicht schon wieder. Kenne ich mich gerade nicht auf. Okay. Das geht mir gerade schon auf Keks hier. Dass ich das Ding eingebaut habe. Und rechtzeitig jetzt benutzt habe, endlich mal. Dann haben wir ein bisschen Ruhe. Da ist ein Portal, Tatsache. Ich krieg einen Knick, ey. Ich weiß gar nicht, gibt es auf jedem Planeten zwei Portale? Das sind ziemlich viele. Wir speichern mal. Einfach so. Man weiß ja nie. So, wir sind da, aber wir können es nicht aufladen, weil wir nicht genug Material. Die Runen von Malus kreisen an, aber nie bestätigt. Durchbruch. 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 Ich nähere mich dem Portal. Ich denke an den flüchtigen Gedanken und Wunschtraum, der mich zu diesem Moment geführt hat. Wenn ich diese Pforte durchschreite, finde ich vielleicht Artemis, die Quelle der Wächter oder vielleicht sogar ein ganz neues Universum. Aber es ist mehr als das. Das ist kein Schicksal, das ist eine Entscheidung, ein Vertrauensvorschuss, dass ich irgendwo da draußen in der Dunkelheit meine Bestimmung finde. Glyphen eingeben. Mach einen Schritt nach vorne, ohne zu wissen, was sich auf der anderen Seite befindet, aber tief in meinem Herzen spüre ich den Ruf nach Wahrheit. Das wird der Anfang von allem. Jetzt geht's los, jetzt geht's Stargate ab hier. Das Portal. Ein Sprung in die Dunkelheit. Los geht's. Was wird uns auf der anderen Seite erwarten? Dunkelheit. Warnung. Durchgangsdurchbruch entdeckt. Warnung, Anomalie, Signal entdeckt. Wo ist mein Raumschiff? Atlas-Protokoll initiiert. Sprich mit dem Atlas. Da wollte ich eigentlich nicht hin. Ich gehe jetzt wieder. Mach's gut. Ich habe kein Raumschiff hier. Okay, können wir ein bisschen was lernen? Reisender. Ich habe ein Wort gelernt. Ich bin begeistert. Das ist echt unangenehm. Guck mal hier, das ist so Glas und du kannst hier direkt runter gucken. Das wird mir nicht gefallen, muss ich zugeben. Da kann man nichts lernen. Ich habe das Gefühl, das ist random. Mal kannst du was lernen, mal nicht. Um die gibt es nichts zu lernen. Da auch nicht. Ne, wir kriegen nichts mehr. Ne? Ein Wort, mehr gibt es nicht. Mehr gibt es nicht. Wir haben nicht genug Sprint hier. Wir können nicht so viel. Ein Wort für das gelernt. Ich glaube, wir müssen das richtige Timing haben, kann das sein? Oh, es verpufft, okay. Oh, komm, wir gehen weiter. Können wir was mitnehmen? Nehmen wir direkt mit und dann gehen wir zum Atlas. Der Text blinkt vor mir. Es erwartet eine Eingabe. Oh oh. Hallo sagen oder fragen, wer da ist? Die fragen mal, wer da ist. Hallo Welt. Natürlich ist es Hallo Welt.
Das ist wieder ein Insider. Wer kennt ihn nicht? Eine Tonaufzeichnung wird abgespielt, deren Echo auf der gesamten Schnittstelle zu hören ist. Wir waren einst Reisende. Wir strebten einst mehr als Schmutz und Staub an. Der Ton klickt, Zeit vergeht. Zeig mir eine Welt, Atlas. Zeig mir etwas, das zuvor noch nie jemand gesehen hat. Die Stimme endet, die Schnittstelle wird ruhig und verstummt. Sie wartet einen Befehl. Diagnose ausführen. Die letzte Diagnose liegt ein wenig zurück. Oh, Backe, warte mal, das sind 900.000, 200 Millionen. Boah, was ist denn das? Ist das schon Trillionen? Ich weiß es gar nicht. Ne, Milliarden kommt, glaube ich, erst und dann Trillionen. Ich habe keine Ahnung. Ist auch egal. Auf jeden Fall etwas länger zurück. 64% der Welten funktionieren nach den erwarteten Parametern. 64% ist jetzt nicht so viel, muss ich zugeben. 2.611.384 verfolgbare Beobachtungen bereit für Analyse. Subroutine Wächter. Status Fehler. Nullwert. Subroutine Glas. Status betriebsbereit. 4.182 Durchbruchsversuche. Subroutine Reisender. Status betriebsbereit. 458 kritische Fehlerwarnungen. Strukturelle Integrität der Exo-Gedanken beschädigt. Sofortige Reparatur erforderlich. Persönlichkeitsschnittstelle initiieren. Nein. Die Schnittstelle verstummt. Sie erwartet einen Befehl. System löschen. Warnung. Löschung des Systems führt zum universellen Tod. Tja, dann machen wir das einfach. Mach's gut. Reisender. Die Realität schwindet, alles andere auch. Mein Körper, meine Stimme, meine Seele. Alles spricht zu mir. Der Atlas steht vor mir in all seiner Macht. Ich möchte nach Artemis fragen. Ich will ihn finden, doch irgendetwas passiert mit mir. Ich muss weg von hier. Ich muss... Schreien, jubeln oder unterwerfen. Unterwerfen machen wir nicht. Jubeln... Naja. Ist jetzt nicht der richtige Zeitpunkt. Wir schreien einfach mal eine Runde. Ich versuche zu schreien, aber ich habe keinen Mund, keine Gestalt. Nicht gut. Da sitzen wir wieder. Uah. Wieso ist mein Raumschiff da hinten? Das ist nicht gut, ich habe keinen Hitzeschutz. Oh, oh, Materialien sind so weit weg. Tja. Wir fangen wieder bei Null an, wa? Müssen uns ein bisschen beeilen. Es ist gerade ein bisschen in der Patsche hier. Ah, nicht gut. Ich kann nicht aufladen. Ich habe keinen Saft. Also wenn wir nicht langsam dahin kommen, dann sieht das schlecht aus. Lass uns. Nein. Komm schon. Ich hab doch keine Zeit. Mein Saft ist gleich alle. Wo ist es denn? Wo habe ich denn geparkt hier? Vor allem auf dieser Welt. Wie bin ich hier hingekommen? Noch haben wir Zeit. Noch ist ein bisschen langsamer. Aber es wird langsam ziemlich heiß hier in der Bude. Okay, wir haben es geschafft. Wir leben noch. Ich flüchte zu meinem Schiff. Ich bin froh, in dieser merkwürdigen Welt etwas Vertrautes zu sehen.
Wohin habe ich das Portal geführt? Ich war in der Schwerkraft dieser teuflischen Maschine gefangen und nicht stark genug, mich hier zu widersetzen. Sie hat sich als Atlas vorgestellt, das Wesen, das so viele anbeten und fürchten. Ich habe keine Spur von Artemis oder den Wächtern gefunden. Warum bin ich überhaupt durch die Pforte geschritten? Warum bin ich diesem Pfad gefolgt? Weil ich es kann. Nein, weil wir Artemis retten wollen. Ist das wahr? Oder belüge ich mich damit nur selbst im Sinne eines Gedankens, den eine edle Person haben würde? Artemis war auf Hilfe angewiesen, aber ich habe mein Leben wirklich nur für ihn riskiert? Da ist noch mehr in mir, noch ein anderes Begehren. Als ich auf die Konsole starre, bietet sich erneut eine Gelegenheit an. Ich empfange eine eingehende Übertragung, die von einem Ort genau auf diesem Planeten ausgeht. Du bist nicht allein. Das Signal scheint seinen Ursprung in diesem System zu haben. Es verwendet dieselben Worte, die mich schon vor so langer Zeit zu Artemis geführt haben. Könnte sie das sein? Hat Artemis den Atlas getroffen, so wie ich? Übertragen beenden. Tja, dann gehen wir nach. Aber natürlich ist wieder irgendwas kaputt hier. Was ist hier los? Wieso ist schon alles kaputt? Natürlich habe ich kein Eisen dabei. Die Wasserstoff müsste ich herstellen können. Warte mal. Kann ich nicht? Warum nicht? Habe ich... Ist mein Inventar schon wieder leer gelutscht? Ich habe Material da, aber irgendwie... Nanu. Wo zum Geier ist mein Material? Jetzt komme ich hier nicht weg, weil ich kein Eisen habe, oder was? Ich habe 12 Eisen. Wow. Das ist jetzt nicht so viel. Okay, dann müssen wir den Antrieb jetzt reparieren. Das heißt, wir sitzen hier fest, bis wir den Antrieb repariert haben. Das sollten wir hinkriegen. In der nächsten Episode. Ich sage danke fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.